Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Beginnen wir es im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leid und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib unseren Verstorbenen. Wir gedenken unseres Herrn Pfarrers Hans Buschor, der Wohltäter des KTV. Wir gedenken aller verstorbenen Angehörigen und Bekannten. Gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Ende dieser Woche, am Samstag, dürfen wir den 16. Juli begehen. Das ist der Gedenktag unserer lieben Frau vom Berge Karmel. Dieser Gedenktag führt uns gleich hinein in den ersten Anruf, in dem sich eine Frage ergibt, die aufgrund eines der letzten Tagesthemen sich gestellt hat. Ja, guten Abend, ich höre gerade die Sendung von KTV. Und ich höre gerade das Thema vom Sterben und von diesem Kleid, was man als
weiß ich nicht, Beigabe geben kann. Und können Sie mir sagen, woher der Herr Pfarrer diese Vision her hat, woher, ja, biblisch gesehen eine Antwort formuliert ist, dass man ein Kleid in das Grab legen kann, um weiß ich was zu erlangen? Das ist irritierend und müsste eigentlich beantwortet werden. Ganz herzlichen Dank für die Nachfrage. Biblisch gesehen können wir eigentlich nur im Galaterbrief vorfinden, dass uns der Völkermissionar Paulus dazu anleitet, Christus als Gewand anzuziehen. Das ist selbstverständlich in einer geistlichen Haltung möglich. Wir Menschen aber sind oftmals eben schon sehr gegenständlich ausgerichtet, so dass wir das, was wir in unserem Innern haben, auch im Äußeren zum Ausdruck bringen wollen. So hat sich dies in dieser Begegnung von Simon Stock im 13. Jahrhundert mit der Gottesmutter Maria gezeigt, indem die Gottesmutter Maria ihm das Skapulier, das ich jetzt in Händen halte, das sind eigentlich nur diese beiden Stoffstücke, die uns daran erinnern sollen, dass wir Christus als Kleid anziehen wollen, geistigerweise und auch tatsächlich in die Nachfolge Jesu treten wollen. Diese Bitte können wir vor Gott aussprechen. Geistigerweise auch Christus als Gewand anziehen und die Gottesmutter bitten, dass sie uns helfe zu verstehen, was Christus von uns will. Das ist eigentlich biblisch gesehen dieses Kleid anziehen. Im katholischen Bereich ist durch diese Begegnung, die Simon Stock mit der Gottesmutter Maria hatte, die Gebräuchlichkeit eingeführt worden, dass ein Mensch sich auch ganz der Gottesmutter anempfehlen kann, weihen kann und so auch die Hilfe des Himmels in Anspruch nehmen darf in diesem menschlichen Leben, das oftmals von sehr vielen Widerständen geprägt ist, bewusst den geistlichen Weg, Jesus Christus als Gewand anzuziehen, das dann eben auch unser Verhalten, unser Tun bestimmen möge. Dieses Skapulier, das die Gläubigen tragen können, wird so übergestülpt. Das erste Mal ist es ein Priester, der das Skapulier überstülpt und auch die Gebetsworte spricht, wo die Weihe an die Gottesmutter vom Berge Karmel zum Ausdruck kommen darf und wo eben auch erbeten wird, dass der Gläubige all die Gnadengaben, die von der Ordensgemeinschaft vom Berge Karmel ausgeführt wurden, dass die Gläubigen Anteil haben dürfen an diesen Gnadengaben, sodass sie sich in der Gemeinschaft, der Bruderschaft, der Verehrer, der Gottesmutter Maria vom Berge Karmel mit anschließen dürfen. So verbinden wir uns in einer Gemeinschaft von Glaubenden, die sich bewusst in die Nachfolge des Herrn stellen wollen. Wenn für Sie nun diese Gegenständlichkeit
schwierig ist, dann denken wir an die Menschen, die eben gerne auch nach außen hin zum Ausdruck bringen wollen, was sie auch im Inneren bereits schon vollzogen haben, nämlich, dass sie ihr Leben ganz in den Dienst Gottes stellen wollen. Und so in die Nachfolge Jesu Christi treten und auch die Gottesmutter Maria darum bitten wollen, in ihrem Alltag, in den vielen Widerständen, Widersprüchlichkeiten und Schwächen, die wir alle als Menschen an uns haben, dass wir da mit der Hilfe Gottes bestehen können und das Gute, Gerechte und Wahre tatsächlich auch tun dürfen. Dieses Skapulier kann auch, nachdem es das erste Mal von einem Priester aufgelegt wurde, durch eine Medaille ausgetauscht werden, weil der Stoff ist etwas sehr rau und er nutzt sich auch schnell ab und muss dann von Zeit zu Zeit immer wieder ausgewechselt werden, weil er sich dann zersetzt. Es hat sich die Frage schon ergeben, ja, was mache ich dann mit diesem Skapulier, wenn es einmal unansehnlich geworden ist oder nicht mehr getragen werden kann? Dann ist es möglich, dass wir das Skapulier auch der Erde übergeben und es dann dort der Natur zurückgeben mögen. Es ist ein geweihter Gegenstand, den wir nicht einfach entsorgen wollen, sondern auch mit der nötigen Andacht und mit dem nötigen Respekt eben wieder zurückgeben mögen. Ist es wichtig, dass wir das Skapulier tragen? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns in die Gemeinschaft der Skapulierbruderschaft hineingeben, dass wir auch von den Gnadengaben empfangen wollen, die wir empfangen können, und dass wir auch Anspruch nehmen von den Hilfen, die uns gegeben sind, durch die betenden Gläubigen, durch die Gläubigen, die ganz bewusst, ganz bestimmt in der Nachfolge Jesu Christi stehen wollen. Als Volk Gottes, als Gemeinschaft von Gläubigen ist es leichter, durch die Widerstände, durch die wüsten Erfahrungen unseres Alltags hindurchzukommen. Alleine würden wir wohl größte Schwierigkeiten haben, all diese Widerstände aushalten zu können. Wir brauchen auch die Stütze von Mitmenschen, Mitglaubenden, von Menschen, die ganz bewusst den Weg des Glaubens gehen wollen. Papst Johannes der 22. hat dann im 16. Jahrhundert ebenfalls eine Schauung gehabt vom Skapulier. Die Gottesmutter vom Berge Karmel soll ihm erschienen sein und auch gesagt haben, dass jene, die das Skapulier tragen, die in ihrem Alltag beten und mit der Bitte um Hilfe der Gottesmutter leben, dass diese Menschen ein Privileg hätten. Und zwar, dass die Gottesmutter Maria, weil sie sich ja während ihrer Lebenszeit ihr anvertraut haben, auch einmal in der Todesstunde ihnen zu Hilfe komme.
und sie aus dem Läuterungsort holen werde. Und dadurch kommen die Herz-Maria-Sühnesamstage mit hinein in den Ablauf des Kirchenjahres, um daran zu denken, was damals im 16. Jahrhundert Johannes der 22. schauen durfte und das Privileg der Kirche anvertrauen durfte. Biblisch lässt sich diese Schauung nicht belegen und begründen. Höchstens, indem wir auf die Gottesmutter Maria schauen, die als Fürbitterin einsteht, zu Lebzeiten, aber auch an der Grenze unseres Lebens, wo wir im Gegrüßt, seist du Maria, darum bitten, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, dass Ihnen ein Priester dieses Skapulier für Laien und werktätige Menschen auflegen kann. Das Skapulier will daran erinnern, schon von der Farbe des Stoffes her, dass diese Gläubigen sich in die Gemeinschaft mit den Mönchen vom Berge Karmel hineingeben wollen. Es gibt auch andere Farben der Skapuliere, das Passionsskapulier, das siebenfache Skapulier. Im Verlauf der Jahrhunderte haben eben gerade aufgrund der Empfehlung von über 30 Päpsten, die das Skapulier zu tragen empfohlen haben, verschiedene Ordensgemeinschaften daran gemacht, Bruderschaften zu gründen oder auch Wallfahrtsorte und haben das Tragen des Skapuliers verbreiten wollen. 16. Juli, das ist der Gedenktag unserer lieben Frau vom Berge Karmel. Vielleicht ist uns an diesem Tag, einem Samstag sogar möglich, einen Ausflug an einen der Wallfahrtsorte zu machen. Vielleicht können Sie dort sogar an einer heiligen Messe teilnehmen. Und wenn sich dort ein Skapulier oder eine Skapuliermedaille besorgen lässt, können Sie vielleicht auch den Priester bitten, dass er Ihnen diese Vereinigung, diese Gemeinschaft mit den Gläubigen, die Sie vorbereiten mögen, betend, aber auch ganz bewusst, indem Sie sich beschäftigen wollen, was es bedeutet, ein Skapulier zu tragen, dass Sie diese Gemeinschaft mit der Gottesmutter Maria auch zum Ausdruck bringen können, am 16. Juli oder an einem der Gottesmuttertage, indem Sie betend an einen Gnadenort gehen und dort sich ganz unter den Schutz der Gottesmutter stellen können. Das Skapulier ist an und für sich ein Kleidungsstück der Mönche. Es ist das Mittelstück, das Mönche tragen und das sie dann vor Unwetter und Regenfällen schützt und bewahren soll. Wir sind auch ohne dieses Ordenskleid vielen Unwettern und Stürmen ausgesetzt in unserem Leben. Und da ist es gut, wo wir uns unter den Schutz Jesu stellen und die Gottesmutter mit dabei haben, damit sie uns auf direktestem Weg zu Jesus hinführen möge. Wir sind nun in den Sommerferien. Vielleicht ergibt sich für Sie die Möglichkeit, auch der Spur eines neuen
jugendlichen Heiligen zu begeben, und zwar des heiligen Carlo Acutis. Er hat die heilige Eucharistie wertgeschätzt. Und so gibt es diese Nachforschungen, die Carlo Acutis gemacht hat, über die ganze Welt hin eine Zusammenstellung von eucharistischen Wundern. Diese sind auch in großer Form in Plakaten erhältlich für Pfarreien. Dieses Plakat ist von einem schweizerischen Wallfahrtsort, von Etiswil. Es gibt aber diese Plakate auch für Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien. Diese Plakate sind etwas groß, für Pfarreien gedacht. Sie können es bequemer haben, wenn sie einen Internetzugang haben und vielleicht etwas nachforschen möchten, wie viele eucharistische Wunder sich ereignet haben. Dieses einzige Wunder, das Carlo Acutis erforscht hat in der Schweiz von Etiswil, ereignete sich im Jahr 1447. Eine Wallfahrtskirche in Etiswil erinnert an das dort geschehene Wunder. Eine gewisse Frau Anna Vögtli, Anhängerin einer satanischen Sekte, entwendete die Pixis mit der Haupthostie aus der Pfarrkirche. Diese Hostie wurde dann in der Nähe eines Zaunes inmitten von Brennnesseln wiedergefunden. Doch ein Wunder war geschehen, die Oblate schwebte in der Luft, war einer Blüte ähnelnd, siebengeteilt und von einem überirdischen Licht umgeben. Viele Päpste erließen Pilgern, welche die Wallfahrtskirche besuchten, einen Sündenablass. Der letzte war Papst Pius XII. 1947. Diese Ereignisse sind in Gerichtsprotokollen festgehalten worden. Das Gerichtsprotokoll vom 16. Juli 1447 des Herrn von Büron, Hermann von Rüseck, ist wohl das Wichtigste, das dieses eucharistische Wunder belegt. Dort steht geschrieben, dass am Mittwoch, den 23. Mai 1447, das allerheiligste Altarsakrament aus der Pfarrkirche entwendet worden ist. Dass die Oblate kurz danach von Margarita Schulmeister, einer jungen Schweinehirtin, über den Brennnesseln schwebend, einer leuchtenden überirdischen Blume gleichen, wieder aufgefunden worden ist. Nach genauer Ermittlung nahm die Polizei Anna Vögtli aus Bischofingen fest. Diese gestand sofort ihre Tat. Sie hatte ihre Hand durch das schützende Gitter gestreckt und so die Haupthostie ergriffen. Das ist auch der Grund, weshalb heute die Tabernakel abgeschlossen sind und in einem festen Gehäuse werden dann die heiligen Hostien aufbewahrt. Doch als die Frau nach dem Diebstahl am Friedhof vorbeigekommen war, war das entwendete allerheiligste Sakrament so schwer geworden, dass die Missetäterin es nicht mehr tragen konnte. Daraufhin wollte sie sich der Hostie entledigen und warf diese ehrfurchtslos in einen Brennnesselstrauch. Das Allerheiligste wurde danach von Margarita Schulmeister, einer Schweinehirtin, entdeckt. Sie war mit ihren Tieren in die Nähe des Fundortes gekommen. Die Schweine ließen sich jedoch unerklärlicherweise nicht mehr weiter treiben. Und so fragte die Hirtin zwei vorbeikommende Reiter um Hilfe.
So entdeckte man inmitten der Brennnesseln die siebengeteilte Hostie. Die Oblatenstücke hatten eine rosenähnliche Blume gebildet, welche in einem überirdischen Licht leuchtete. Der sofort benachrichtigte Pfarrer kam, von allen Gemeindemitgliedern begleitet, um das Wunder abzuholen und es zurück in die Kirche zu bringen. Als er 6 Stücke aufgelesen hatte, bohrte sich das 7. vor den Augen aller tief in die Erde. Dieses Geschehnis wurde als der Wille Gottes interpretiert, eine Kapelle an genau jenem Ort zu erbauen, wo von da an wurden die 6 verbliebenen Oblatenstücke der Kirche von Ettiswil verehrt und ihre Wundertätigkeit wurde bekannt. Gott tätigte durch sie viele Heilungen. Die Kapelle und der Altar zu Ehren des Wunders wurden am 28. Dezember 1448 geweiht. All diese Tafeln, all diese Plakate können Sie auch im Internet finden unter dem Stichwort Eucharistische Wunder und Carlos Acutis. Dort sind aus den verschiedensten Ländern der Welt eucharistische Wunder aufgeführt, die auch mir neu waren. Und es lohnt sich, sich diesen einmal zu begegnen und auszusetzen und sie zu betrachten. Denn wir werden staunen und vielleicht auch wird dann unsere Ehrfurcht vor dem allerheiligsten Altarsakrament sich erneuern dürfen. Und es wird uns in dieser Ehrfurcht und in diesem Respekt dem Allerheiligsten gegenüber auch immer mehr zum Bedürfnis werden, auch den Mitmenschen mit größtmöglicher Würde und Respekthaltung begegnen zu wollen und auch unserer Schöpfung gegenüber. Für alle, die auch einen Internetzugang haben, diese Möglichkeit, diese Wunder aus den verschiedensten Ländern, eucharistischen Wunder herunterzuladen. Eine herzliche Einladung an Sie alle. Hören wir ein Gebet zum heiligen Josef. Bitte, Herr Pfarrer Paul Schuler, ich habe mein schönstes Gebet zum heiligen Josef. Heiliger Josef, Vater mein, lass mich dir empfohlen sein, du der Kirche Schutzpatron, bitt bei deinem Pflegesohn. Er wolle Satans Macht beschränken, der wahren Kirche Freiheit schenken, die Jugend vor Verführung wahren, in so vielen Nöten und Gefahren. Ja, bitte für die Kinder, bitte für die armen Sünder, bitte für den Priesterstand, bitte für den Ordenstand, bitte für das Vaterland, bitte für die armen Seelen, die wir deiner Lieb empfehlen, bitte für die armen Heiden, steh uns bei im letzten Scheiden, für uns all an deiner Hand, heim ins ewige Vaterland, Heimatland. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ich danke für Ihre Priesterberufung, Ihre SAP. Danke, Pfarrer Schuler. In Ewigkeit. Amen. Die Fürbitte zu den Heiligen, die wir aussprechen dürfen. Hier die Fürbitte in diesem wunderschönen Gebet zum heiligen Josef. Woher kommt die Heiligenverehrung in unserer Kirche, die bis heute bewahrt geblieben ist? Die Heiligenverehrung ist ursprünglich den Märtyrern zugekommen, die in Verfolgungszeiten ihr Leben für Christus hingegeben haben. Die Gläubigen pilgerten an die Gräber der Märtyrer und durften dort
große Gebetserhörungen erfahren, durften Heilungen erfahren an Leib und Seele, Stärkung in ihrer Auseinandersetzung mit den Verfolgern, dass sie in der Liebe verbleiben durften und nicht in eine Haltung der Bitterkeit oder des Hasses ausgesetzt würden. Diese Verehrung den Märtyrern gegenüber hat sich ausgeweitet. Zuallererst auf Mönche, die ein besonders vorbildliches, Gott anheimgestelltes Leben geführt haben. Im Westen ist dies der heilige Martin von Tours und in der östlichen Kirche der heilige Antonius der Wüstenvater. Diese Heiligen haben in einer derartigen Dienstbereitschaft gelebt, in einer derartigen Christusverbundenheit auch andere Menschen dazu bewegt, sich zusammenzuschließen zu Mönchsgemeinschaften und einander in dieser konsequenten Nachfolge Jesu Christi zu bestärken, zu ermutigen, zu bestätigen, dass sie selbst als Heilige verehrt wurden. Die Gläubigen haben bei ihnen Rat gesucht und immer wieder diese Ausrichtung auf Christus hin gefunden. So wurden diese Menschen zu Fürbittern. Mit den Anliegen sind die Gläubigen zu ihnen gekommen und durften Erhörung finden. Nicht nur zu Lebzeiten, sondern eben auch über die Lebensgrenze hinaus sind die Heiligen zu Fürbittern geworden, nämlich indem die Gläubigen an die Gräber der Heiligen gegangen sind und dort für ihre Anliegen, für ihre Nöte Linderung, Hilfe empfangen durften. Die Verehrung der Gottesmutter Maria war zuallererst schon gegeben. Es kam der Verdacht auf, dass die Verehrung der Gottesmutter die alleinige Mittlerschaft Christi in Frage ziehen würde. Eine zentrale Aussage finden wir im 1. Timotheusbrief, 2. Kapitel, 5. Vers. Einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingab für alle. In der Verehrung der Heiligen aber drückt die Kirche die Dankbarkeit über die siegreiche Gnade unseres Herrn Jesus Christus aus, der Erlöser und Retter ist. Die Schar deiner Heiligen verkündet deine Größe, denn in der Krönung ihrer Verdienste krönst du das Werk deiner Gnade. Wir sehen, dass die Kirche klar Bezug nimmt auf Christus. Dieses Zitat habe ich aus der ersten Präfation für die Heiligen entnommen. So dürfen wir die Heiligen eben auch für uns selber gewinnen als Vorbilder, als Menschen, die uns in die Freundschaft mit Jesus Christus hineinbringen. Auch das Zweite Vatikanische Konzil verkündet in der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium im 7. Kapitel die Wichtigkeit der Heiligen. Folgendes Zitat: Dass aber die Apostel und Märtyrer Christi, die mit ihrem Blut das höchste Zeugnis des Glaubens und der Liebe gegeben hatten,
in Christus in besonderer Weise mit uns verbunden seien, hat die Kirche immer geglaubt. Sie hat sie zugleich mit der seligen Jungfrau Maria und den heiligen Engeln mit besonderer Andacht verehrt und hat fromm ihre fürbittende Hilfe erbeten. Bald wurden ihnen auch andere beigezählt, die Christi Jungfräulichkeit und Armut entschiedener nachgeahmt haben, und schließlich die übrigen, welche die hervorragende Übung der christlichen Tugenden und die göttlichen Charismen der Andacht, frommen Andacht und Nachahmung der Gläubigen empfahlen. Wir brauchen, Zitat Ende, wir brauchen gute Vorbilder, gerade auch in unserer Zeit. Und Vorbilder können lebende, aber in Liebenswürdigkeit eben auch verstorbene Mitmenschen sein, die uns besondere Tugenden vorgelebt hat, sodass auch wir sie bitten können, zeige uns doch, wie wir in die Begegnung mit Christus gelungenerweise hineinkommen können. Die Verehrung der Heiligen soll nicht ein Hindernis sein, um Christus zu begegnen, sondern gerade zum Gegenteil. Die Heiligen sind Menschen, wie wir alle, eben auch mit Schwächen und Stärken. Und so ist es nicht die Vollkommenheit Jesu Christi, die vollkommene Lauterkeit und Güte, die uns als Menschen möglich ist nachzuahmen, sondern wir können zu den Heiligen kommen als Fürbitter und sie auch dahingehend bitten, für uns einzutreten in all unseren Schwächen, in all unseren Armseligkeiten, doch mutig und getreu den Weg der Vollkommenheit zu suchen, den Weg der Heiligkeit anzustreben, die einzig und allein Gott uns schenken kann. In den Heiligen bekennen wir nun, dass diese Menschen auch manchmal nach einem Leben, das zuerst in großer Gottesferne war, zu Christus hin finden durften und zum lebendigen Gott im Dreifaltigen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist Geborgenheit finden konnten. So können die Heiligen Fürbitter werden auch für uns. Und so dürfen wir sie auch anrufen, ganz wie es die Kirche schon seit den ersten Jahrhunderten getan hat. Und so können wir in unserer Armseligkeit, in unseren menschlichen Bedingungen und Vorgegebenheiten Wege öffnen, die uns zu Christus hinführen, die ein Leben der Tugend anstreben, ein Leben einer guten, echten Frömmigkeit in Treue zu Jesus, dem Heiland und Erlöser. Hier sind wir bereits schon am Ende des Tagesthemas angelangt. Es freut mich, dass ich über die Heiligenverehrung ausgiebig sprechen durfte. Vielleicht darf ich wieder erneut den Katechismus empfehlen. Auch hier gibt es unter dem Stichwort Heiligenverehrung wunderbare Gedanken. Heiligkeit, heilig, heilige Schrift, heiliger Geist. Jetzt sehe ich da nicht gerade die Heiligen, doch da, die Fürbitte der Heiligen unter
956 oder auch in 2683 die Namenspatrone, die Heiligen als Vorbilder des Gebets und der Fürbitte 2683 bis 2684. Hier finden wir Antworten, wie wir, die wir in der Welt leben, bereits schon diese Wirklichkeit erschließen können, nämlich der Heiligkeit, der Göttlichkeit, die uns Menschen noch abkömmlich ist, die wir aber bereits anstreben wollen, weil unsere Heimat im Himmel ist, auf die wir uns freuen und die wir anstreben wollen. Ihnen eine gesegnete Woche, eine geruhsame Zeit, viel Kraft und Zuversicht. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.